Zwei reichen noch nicht. Holen wir uns noch einen dritten. Das Co-Trainer-Team um Kleine Heißmann und Sebastian Hille wird durch Ilya Grujew verstärkt. Auf die Stimmen zu dieser Verpflichtung und den Werdegang von Grujew schauen wir wie gewohnt nach dem Intro. In den sozialen Medien beschweren sich viele, dass eine dritte Gehilfe für Kramer unnötig wäre und dass man nach der Entlassung von Uwe Neuhaus das Geld quasi aus dem Fenster werfen würde. Meine Meinung, ich lasse Arabi und Co. einfach mal machen, sie wissen schon, was sie tun. Und an alle, die als motzen, 90% waren gegen die Entlassung von Uwe Neuhaus und hat es was gebracht. Ja, natürlich war ich auch mitbeteiligt, ich war auch dagegen, aber habe mich gerne eines Besseren belehren lassen. Also nicht immer so pessimistisch an die Sache rangehen, das habe auch ich dadurch gelernt. Grujew wurde vor allem geholt, weil die Anforderungen an das individuelle Training gestiegen sind und so Kramer, Klein-Heißmann und Hille ein bisschen entlastet werden. Er soll das Trainerteam langfristig verstärken. Erfahrung hat er sowohl in der Bundesliga als auch in der zweiten Bundesliga. Kramer sagte zu dieser Neuanschaffung folgendes. Ilya ist ein wichtiger Neuzugang, sowohl jetzt für die Endphase der Saison als auch für die Zukunft und die Weiterentwicklung unserer Mannschaft voranzutreiben. Er passt als Typ hervorragend zu uns und wird mit seinem großen Fachwissen der gesamten Mannschaft und den Spielern helfen, sie zu fördern. Ilya Grujew selber sagte am Tag seiner Einstellung, ich bin leidenschaftlich gern Trainer und brauche den täglichen Kontakt zu den Spielern und Mannschaft. Daher hat mich das Angebot, das Trainerteam von Frank Kramer bei der Arminia zu verstärken, sofort angesprochen. Mit der von Sami Arabi skizzierte Zukunftsperspektive des Vereins kann ich mich so 100% identifizieren. Zumal mir die Entwicklung von jungen, talentierten Nachwuchsspielern schon immer am Herzen lag. In Bielefeld schlägt das Fußballherz am rechten Fleck und es ist für mich eine Freude und Ehre, als begeisterter Teamplayer tatkräftig einen Beitrag zur sportlichen Weiterentwicklung dieses Traditionsvereins zu leisten. Zuletzt war er als Scout bei Werder Bremen aktiv, äußerte jedoch den ausdrücklichen Wunsch, wieder als Trainer zu agieren. Wir schauen mal auf die Karriere des Ilya Grujew. Angefangen Fußball zu spielen hat er 1988 bei Levska Sofia in Bulgarien. Von dort zog es ihn über 5 Vereine in der Türkei und Bulgarien, über die wir jetzt allerdings nicht sprechen, da eh die wenigsten diese Vereine kennen. Die ersten Eindrücke im deutschen Fußball erlebte er im Jahr 2000 beim MSV Duisburg. Die große Karriere als Spieler legte er aber nicht hin, denn seine letzten Station war der KFC Uerdingen und Rot-Weiß Erfurt. Seine erste Aufgabe als Fußballlehrer hatte er 2007 als Co-Trainer bei Rot-Weiß Erfurt wieder mal. Dieses Amt übte er 1,5 Jahre aus, dann zog es ihn wieder nach Bulgarien, wo er 3 verschiedene Vereine als Co-Trainer trainierte. 2011 kam er wieder zurück nach Deutschland und wurde Co-Trainer beim 1. FC Kaiserslautern. 2012 dann Co-Trainer beim MSV Duisburg, 2013 wieder Co-Trainer beim 1. FC Kaiserslautern und 2015 hatte er seine erste Stelle als Cheftrainer in Deutschland. Und zwar beim MSV Duisburg und das sogar relativ erfolgreich. Er schaffte es sogar mit den Zebras von der 3. in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Nach dieser Station war er Co-Trainer und Betreuer der Leihspieler oder auch kurz gesagt Scout beim SV Werder Bremen. Nun ist er also seit gestern bei unserer Arminia und wir wünschen ihm natürlich Gutes gelingen. Das war also das Video zu unserem dritten Co-Trainer Ilya Grujew. Schreibt mir sehr gerne unten in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Findet ihr es unnötig, einen dritten Co-Trainer einzustellen? Oder sagt ihr, jo, ich denke mal, das bringt Perspektive nach Arminia. In diesem Sinne wollen wir das Video auch beenden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder was auch gerade für euch ist. Lasst sehr gerne ein Däumchen nach oben da und ein Abo auf diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sage ich jetzt, wie es immer so schön heißt, auf meinem Kanal. Reingehauen und auf Arminia!